Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier auf der gegenüberliegenden Seite quasi des Hauptbahnhofes, wo wir halt eben in der letzten Zeit auch mal wieder so ein bisschen rumgebaut haben. Ich meine, das sieht hier jetzt mittlerweile doch eigentlich auch ganz vernünftig aus. Zack. So, und das möchte ich jetzt natürlich in den nächsten, was heißt natürlich, aber ich möchte in den nächsten zwei Folgen dann jetzt entsprechend beikommen. Und hier drüben auch noch so ein bisschen was dafür tun, dass es hier halt eben nicht mehr so richtig gruselig wirkt. Jetzt brauche ich doch nochmal wieder, zack, den hier. So, und dann werden wir als erstes mal dafür sorgen, ich möchte, dass wir hier Baumwerkzeug alle, prima. So, muss mal überlegen, so, da habe ich den. Genau, hier machen wir nochmal tatsächlich eine Baumreihe hin. So, dann können wir da nochmal zutun ein paar Werbeschilder. Das eine steht da ja schon, da können wir gleich nochmal ein paar mehr dazu packen, weil das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Na, dann haben wir da so. Dann können wir. Den haben wir schon. Sind das nur die drei? Oh, noch mehr. Oh, ich wollte schon sagen, da fehlt doch noch was. So. Zack. Dann haben wir hier mal Richtung Bahnhof, haben wir da dann nochmal ein paar, schön paar so Werbeschilder. Hier kommt dann noch ein bisschen Asphalt auf jeden Fall hin, weil ich halte das mal gerade an. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen Asphalt, genau, weil hier kommen dann noch so Kioske und so weiter hin. Da steht ja auch schon was in der Richtung. Und da. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen, weiß ich nicht, kleinere Geschäfte, sowas dann halt eben nochmal hinstellen. Ups. Genau, da können wir so eigentlich rund um den McDo können wir da dann Asphalt ziehen. Weil da werde ich gleich nämlich noch mit ein bisschen Glück, so wie es denn passt, möchte ich da noch einen Fußweg hinknitteln. Ah, das ist das, da geht's sehr hoch, ne? Okay. Dann müssen wir hier nochmal so ein bisschen. So, kann ich den direkt da reinbauen? Kann ich nicht. Okay. Also das ist diese neue Straßenmod, die ist schon wirklich sehr hübsch. Die möchte ich jetzt gerne auch so ein bisschen mehr einsetzen. Und da dann halt eben. Auch so, gerade so was so Fußgängerzonen angeht und so weiter, da einfach auch nochmal ein bisschen für mehr Abwechslung zu sorgen. So, wenn ich dir das Ding da nicht reingeht, ach komm. Dann machen wir es eben so. Eigentlich ganz schick aus. Das sind Waypoints, die ich jetzt im Moment nicht einsetzen werde. Aber jetzt haben wir hier diesen Weg noch damit drin. Auch nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage. Da habe ich sie.
Auch hier müssen dann natürlich noch mal so ein paar Gebäude dann hin. So. Dann können wir hier die Kioske dann auch noch mal setzen. So, dass ich hier dann mal noch mal so ein bisschen irgendwie dann auch was tut. Das Problem ist, dieser Platz ist hier jetzt natürlich hochgradig uneben. Das liegt daran, er gehört halt eben noch mit zur computergenerierten Stadt. Und da ist dann halt eben einfach irgendwann auch Feierabend mit dem Planieren. Aber, oh, geht so. Ich weiß, halt einen Mond da hinten. Verdammte Hacke. Was soll man machen? So, vielleicht ein paar Leutchen noch, klar. Die werden wir hier jetzt auch noch mit dann entsprechend verteilen. Will ich hier, nee, ich werde mich hier jetzt nicht mit Zäunen oder sonst was irgendwie abquälen. Da hätte ich, glaube ich, nicht so richtig Spaß mit. Aber so ein paar Ticketschalter wären natürlich gar nicht doof. Ich habe hier auf der Seite schon welche stehen, habe ich gesehen. Genau. Na, dann lassen wir es auch erstmal. Dann haben wir da tatsächlich erstmal schon mal genug. Ja, Mülleimer sind auch immer gut. Benutze ich eigentlich viel zu wenig. Aber das macht nichts. Hier haben wir auch nochmal ein paar schöne Werbeschilder. Werbeschilder können wir hier mal hinbauen. Schwebt der? Nö, ist schon in Ordnung. Da ist der Taxistand, ihn da reinzustellen, ist natürlich jetzt ein bisschen. Aber. Bisschen Werbung aufbauen. Gut. Telefonzellen. So. Eine Uhr haben wir da. Gut, das ist eigentlich dann erstmal in Ordnung. Dann hier vielleicht noch, ups, ein oder zwei Bäume mit dazu. So, da. Daneben. Und schon sieht das Ganze dann doch noch ein bisschen freundlicher aus. Ich freue mich schon, wenn die russischen Taxis kommen. Dann kann ich das alles wegreißen, dann kann ich das vernünftig machen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, hier. Kein
keinen Platz mehr. Können wir noch da ein bisschen mit hinstellen. Okay, wunderbar. Gar nicht so schlecht. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie ist die Bootbeschaffenheit hier? Okay, das ist hier alles auch eher so ein bisschen hügelig. Und hier sieht es mir schon ein bisschen gerade aus. Da könnten wir mal gucken, ob wir es da noch schaffen. Irgendwie, die Brücke ärgert mich wirklich. Ich muss mal gucken, dass ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mit der Road Flying Junction zu spielen, die dann noch da drüber zu packen. Weil so wie das Ding jetzt aussieht, das finde ich einfach gruselig. So, deswegen. Genau, machen wir hier nochmal eine Fußgängerzone, eine kleine. Diese Straßenmod ist da schon wirklich echt grandios. Sowas mal. Ah ja, wunderbar. Das ist eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe wie der hier. Okay, da geht's richtig runter. Terror bei der Terrorangleichung. Meine Güte. Was soll denn das? Könnt ihr den da rannehmen? Ja, dann nimm den doch mal so da rein. Gucken, wie das aussieht. Jetzt nicht so schlecht. Es geht dann natürlich so ein bisschen jetzt in die Dings. Und was wir hier machen können, das hatte ich eben gerade... Ups. In die Mitte geht nicht. Naja, gut, okay. Um Auto aufzuhalten, sieht das ja erstmal nicht so schlimm aus. Okay, ist aber jetzt erstmal nicht so schlecht. Da haben wir jetzt so eine kleine Sperre drinne. So, und jetzt werden wir beikommen und diese Straße hart drehen. Wahrscheinlich genauso wenig ran, ne? Das hier mit dem Winkelbau, schieß mich tot, was weiß ich. Aber ist nicht in Ordnung. Und dann geht's hier rum. So. Und dann haben wir hier nämlich jetzt die entsprechende Fußgängerzone dazu. Und jetzt will ich da noch ein paar Geschäfte haben. So, und zwar Type C Commercial. Da reicht auch ein Level, aber ich möchte eigentlich keine. Ich möchte eigentlich keine Restaurants. Ja, das ist schon mal zum Beispiel schon mal gar nicht unschick. Hier so eine Travel Agency. Diese Parcel Size ist auch wieder ein Restaurant. Noch ein Restaurant. Okay, den können wir hier hochstellen. Fence 9. Terran Alignment sollten wir haben in dem Fall.
Okay, der ist halt immer auch nicht schlecht. Ein bisschen groß, ne? Da gibt es nur die drei sogar. Okay. Könnte so ein Montagehotel sein, ne? Das kennt man ja. Hat man hier auch noch so ein bisschen grün. Wegnehmen. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen dann verschwinden lassen, weil das sieht nicht so schön aus. Den großen Baum mag ich ja immer besonders gerne. Und hier kommt er gerade sehr hilfreich dazu. So. Sehr gut. Okay, das ist nicht so schlecht. Dann kann ich hier eigentlich auch beikommen und noch mal ein paar Bäume pflanzen. Ich will ja nicht, dass der dann... Oh ne, das geht schon. Das ist okay. Das darf hier ruhig auch so ein großes Ding sein, ne? Ist ja nicht verkehrt. So, was ich haben will, ist hier dann noch so ein bisschen Freizeitmöglichkeiten. Deswegen werden wir hier... von der Geländetextur auch kein Asphalt nehmen, sondern wir nehmen hier. Warum nicht? Ja, das soll halt eben so nach so ein bisschen. So, ja, das ist okay. Das ist nicht so schlecht. Dann brauchen wir jetzt die Freizeitassets. Hallo, Freizeitassets, wo seid ihr? Da. Diverses. Tischtennisplatte. Aha. Okay. Ja, macht nichts. So. Den Baum wieder weggenommen, ist nicht so schlimm. Und dann natürlich auch noch hier die zweite Platte hin. Da noch mal eine Sitzecke. So, das ist eigentlich ganz okay. Da kommen noch ein paar Leute hin. Und dann tut es das auch. Okay. Ja, yep. Das machen wir dann noch gleich mal. Gut. Genau, richtig. Weil das ist eigentlich eine ziemlich geniale Sache. Ich meine, ich weiß jetzt nicht so sehr, wie es in Russland um das Recycling bestimmt ist, aber im Grunde genommen, da wird das ja nicht groß anders sein als bei uns mittlerweile, möchte ich mal behaupten. Da werden wir das einfach so machen, dass wir wirklich da echt von jeder Farbe mal öfters mal jetzt immer sie so hinstellen. So nach dem Motto hier, schön Recycling und so. Das ist doch, glaube ich, eine gar nicht so falsche Geschichte. Toletzki. So. Können wir da auch denn tatsächlich genauso mal da dran stellen. Gibt's hier noch einen Brunnen? Ja, warum nicht? So. Was steht da? P.
PV-Deko-Pack. Nicht schlecht. Gut gemacht. So, und das sieht jetzt nicht so übel aus, weil dann haben wir hier auch einen schönen Blick, ne? Im Hintergrund die Wolkenkratzer hier. Das ist schon ganz gut. Das gefällt mir. Okay. Personenassets. Personenassets. Da sind sie. So, sitzend erstmal. Das hier ist der Club der Denker, der gerade tagt. Ich überlege gerade, gab es im Club der Denker eigentlich jemals eine Frau? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die dreht sich mal nach da rum. Zack. Hier kommen auch nochmal welche hin. So. Okay. Das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Stehend. Die spielen. Wie sind die Dennis? Ja, nicht so schäbig. Nicht so schäbig. Gut, dann... Hier vielleicht eigentlich müsste man dann auch noch mal ein paar dorthin setzen, ne? Fände ich, glaube ich, persönlich gar nicht so doof. Mein Ziel ist ja, jetzt mal so zeitnah tatsächlich, mal so ein bisschen in die Richtung zu machen, dass wir hier mal Kapazitäten in die Häuser bekommen, damit sich dann da auch ein bisschen was bewegt, weil so langsam aber sicher habe ich dann doch, glaube ich, so ein bisschen Material zusammen, mit dem man dann auch mal so ein paar nette Shots machen kann. Da würde ich dann natürlich gerne beikommen und dann dort halt eben auch mal ein bisschen was damit dann erledigen. So. Okay, das sind dann Bänke. Na gut. Die stehen so. So, okay, wunderbar. Das sieht dann jetzt erstmal dann doch alles schon ein bisschen lebendiger aus. Können wir mal. So, die dann nochmal mit dazustellen. Hier, du kannst auch mal gerade deinen Müll entsorgen. Fände ich auch ganz gut. Ach Mann. Bist du ein Kerl? Nee, das war ja hier Missy mit dem Trainingsanzug. So. Okay. Ja. Das sieht doch jetzt nicht so grandios schlecht aus. Finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir hier nochmal vernünftig ein paar Parkplätze hin. Da habe ich jetzt überlegt, wie machen wir das am besten. Ich möchte das, glaube ich, anders machen diesmal. Und zwar machen wir es so. Wir kommen bei und nehmen die Standardstraße. Obwohl, nein, ich nehme die kleine Straße. Die kleine Straße zeigen wir hier raus. Warum nicht möglich? Warum nicht? Gut, nehmen wir den. Hier. Das wäre dann so. Ja, warum nicht? Das machen wir jetzt tatsächlich so. Thank you.
So. Das ist natürlich schon wirklich um einiges höher, ne? Aber damit lässt sich kaum was drehen. Fürchte ich, weil wenn ich den jetzt hier so ein bisschen anhebe... Ah, nee, Mist. Das sieht ganz schlecht aus. Das gefällt mir gar nicht. Dann werden wir das doch eher so machen, dass ich hier auch nochmal Bäume und so ein bisschen Parkgeschehen mache, weil für Parkplätze, da fliegt mir das Ganze dann nach hier um die Uhr. Da mache ich lieber nochmal so ein bisschen Fußgängerzone und so. Da kommen wir, glaube ich, irgendwie ein bisschen dann günstiger, weil wenn ich... Das ist die hier. So, dann können wir nämlich eigentlich beikommen. Und die dann hier nochmal so ein bisschen. Weil wenn der Weg jetzt ein bisschen erhöht ist, ja, dann kann man ja nur sagen, ja, na und? Von solchen Örtlichkeiten. Okay, gucken, ob wir das da nochmal so ein bisschen anheben können, um den Unterschied nicht ganz so extrem werden zu lassen. Textur raus. Machen wir hier so ein... Müssen wir mal gucken, ob wir das einigermaßen... hinbekommen, dass es wirklich aussieht wie so ein ja, See-Rückhaltebecken, irgendwie sowas. Das habe ich fast gedacht, okay. So ein paar Luken davor. Na gut. So eine Reihe aus Bäumen und Büschen drumherum. So. Genau, jetzt brauche ich nur noch irgendwas, das ich nachher benutzen kann, um Besucher dahin zu kriegen. Ich könnte mal beikommen und sagen Commercial Error A. Parcel Size 1. Wenn ich da jetzt ein Fence noch mitzumache, kriege ich den auch. Dann können wir hier nämlich nochmal diese... kleinen russischen Läden nochmal mit da dran kleben. Mit ein bisschen Glück, wenn ich dann halt eben Kapazität da drauf gehe, gehen die Leute da auch zu Fuß hin.
Das wäre natürlich ganz schick, wenn das hinhauen würde. So. Ist doch gar nicht so schlecht. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Aber... da sollten wir vielleicht noch ein paar Laternen aufstellen. Ich weiß, das ist relativ unregelmäßig. Aber es geht jetzt nicht darum, das genau abzuzählen, sondern einfach nur um ein paar da zu haben. So. Dasselbe auch nochmal auf der anderen, aber dann nehme ich die. Ich glaube, die ist für Friedhofsmod, ne? Da. Genau, die gehört zum Friedhofsmod. So. Gefällt mir nämlich recht gut. Die mag ich. So. Hier rum. So. So. Oh, eine hin. Okay. Das sollte dann erstmal genügen. So, und dann haben wir jetzt hier das Bahnhofsvorfeld. Bei dem Bahnhofsplatz so einigermaßen tatsächlich... dann doch ganz ansehnlich. So, hier könnten noch mal ein paar Bäume und Büsche verstärkt werden. So. So, sehr gut. So, was wir dann in der nächsten Folge noch machen, wir können nochmal hier ein paar Leute auf die Wege und so weiter stellen. Ich werde die Schallschutzwände abreißen, weil das sind Signale oder Wegpunkte, besser gesagt. Und damit, glaube ich, mache ich mir auch ein bisschen die Performance hier auf der Ecke noch zusätzlich kaputt. Das werde ich nochmal wegmachen, auch wenn das dadurch aus von dem Realitätsgrad sicherlich richtig wäre, dort Schallschutzwände aufzustellen. Ich möchte mir auch den Blick nicht verbauen. Mit den Bäumen ist es was anderes, da kann man durchgucken. Bei der Wand ist halt eben einfach Feierabend. So, und das ist eine Sache, die möchte ich dann eigentlich nicht nochmal dann zusätzlich haben. So, und das ist dann, glaube ich, auch durchaus ganz probat. Damit geht es dann in der nächsten Folge weiter. Und dann kann man halt eben auch, glaube ich, diesen Bereich hier dann durchaus für einigermaßen vollständig dann auch halten, was wir halt eben machen müssen. Ich muss hier eine Lösung für finden, weil das gefällt mir so von vornherein erstmal überhaupt nicht. Aber da sehen wir dann, wie es weitergeht. So, und hier muss ich halt eben mal gucken. Das wird halt eben auch einer der nächsten Themen, dass wir hier jetzt entsprechend weitermachen. Industriegebiete, also auf dieser Seite Industriegebiete und dazugehörige weitere Bahngeschichten. Da will ich dann auch nochmal rüber einen Brückenschlag machen, um dann hier hinter dem Flughafen auch nochmal so ein bisschen Verschiebebahnhof oder sonst was irgendwie zu machen. Also das soll sich hier irgendwie mehr so ein bisschen durchschlängeln. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie es weitergehen soll. Aber da werden wir dann eben entsprechend sehen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir halt eben entsprechend hier das Bankenviertel eigentlich im Großen und Ganzen erstmal so weit rund. Ich werde vielleicht nochmal ein bisschen hier halt eben entlang gucken, damit wir da entlang der Metro nochmal inszenierungstechnisch was erledigen können. Dass das dann halt eben nochmal hübscher aussieht, das Ganze. Ja, und damit haben wir eigentlich erstmal tatsächlich schon zwei Bereiche, mit denen wir was anstellen können. Hier muss es natürlich auch noch ein bisschen dichter werden alles, das muss schöner aussehen noch. Das wird auch definitiv zwei Folgen noch einnehmen diesen Monat. Und dann, ja, müssen wir mal gucken. Es geht voran und es geht rund. So, das ist dann halt eben schon mal gar nicht so schlecht. Was soll ich mit dem Dingsy hier so... weg. Ne, ich meine, ihr seht das ja selber. Ne? Also man sieht da halt eben nicht wirklich gut und das möchte ich eigentlich im Grunde genommen, wenn man es hier mal so macht, hier ist es jetzt nicht so schlimm, da ist halt eben entsprechend sowieso
das Ganze halt eben so ein bisschen aufgebockt, sag ich jetzt mal, durch den Damm. Aber, und das ist es halt eben, da möchte ich halt eigentlich nicht dann noch groß irgendwie was weitermachen. So, den lassen wir gleich mal raus. Können wir uns nochmal schön angucken. Der ist auch nicht so lange wieder im Einsatz. Das ist mittlerweile schon die zweite Garnitur, die da fährt. Das ist auch schon angedreckt. Aber das macht nichts. Also der hat einen Ersatz dann halt eben dabei. Der wird dann halt eben immer mal wieder dann auch besser aussehen. Und dann, ja, kriegen wir das auch hin. Bis zum Ende des Tages hoffe ich doch mal. So. Während halt eben gerade die Güter, die Verschiebebahnhofslinien und sowas alles, die habe ich natürlich mit Absicht nicht auf Erneuern gesetzt und die bleiben auch so. Das wird halt eben alles schön dreckig. Das muss so sein. Gut, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis denn. Ciao.